Ich bin dann, wollte gerade die Straße überqueren, als ich dann die Druckwelle spürte und gleichzeitig den Feuerstoß und dann bin ich auch schon geflogen. Es war dieser Blitz in ungefähr der Höhe, wie wenn mein Vater seinen Arm damals ausgestreckt hätte, also ungefähr 3 Meter hoch. Dann nichts mehr, dann das Erwachen unter einem Körper, unter dem ich rausgekrochen bin. Da kamen sie mit solchen entsetzlichen, aufgerissenen, angstvollen Augen auf mich zu und ich dachte, ich weiß von denen gar nichts mehr dran. Ich weiß bloß, dass ich an meine Tochter gehalten habe. Dass ich gestorben ist auf mich. Das Bombenattentat auf das Münchner Oktoberfest 1980 war der schwerste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. 13 Menschen, darunter ein Attentäter, finden den Tod. Über 200 werden verletzt, viele davon schwer. Noch heute, fast 30 Jahre nach dem Anschlag, sind die Tathintergründe nicht völlig geklärt. Noch heute gibt es Zweifel und Indizien, die die offiziellen Ermittlungsergebnisse von damals in Frage stellen. Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt, Schuhe liegen herum, Kopftücher, Trachtentücher, es ist schrecklich. Haben Sie das Unglück mitbekommen? Ja, aus direkter Nähe. Was ist passiert? Ich nehme an, dass eine Bombe war, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es war eine dermaßen Explosion. Sie sehen ja, was hier an Toten und Verletzten rumliegt da. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Schon kurz nach dem Anschlag um 22.20 Uhr sind Polizei und Rettungskräfte vor Ort. Sie versuchen zu helfen, wo sie können. Aber für viele Oktoberfestbesucher kommt jede Hilfe zu spät. Die Explosion der Bombe war so stark, dass sie Menschen in einem Umkreis von 50 Metern tötete und verletzte. Noch heute leiden die Opfer unter den Folgen des Anschlags. Ursula Sasse und ihr Ehemann Siegfried waren zusammen mit ihrem 6-jährigen Sohn in unmittelbarer Nähe der Explosion. Sie beschreiben den einen Augenblick, der ihr Leben geprägt hat. Mein ganzer Gedanke war, du stirbst. Das habe ich irgendwie gedacht, ich fühlte so, du stirbst. Und habe mich hingelegt und habe den Arm, wollte ich hochtun. Und also ich habe also unheimlich viel Blut, weil der Arm war durchtrennt, bis, wie man später merkte, bis auf einen halben Zentimeter. Und dann zog er sie an dem Arm, wollte er sie hochziehen. Und ich sehe nur den offenen Mund und den zum Schrei, oder im Schrei, das im Schrei verzerrte Gesicht, weil sie ja nicht aufstehen konnte. Der Arm war stark verletzt, der Mund war stark blutig, war ja die Lippe durchschossen und die Zähne alle rausgeschossen vorne. Das habe ich damals ja nicht mitgekriegt. Ich habe nur gesehen, sie schreit und hat sie dann wieder sanft zurückgelegt, ist mit mir dann zur Straße, also zu dem Platz zurück, hat mich abgesetzt und hat gesagt, wir legen uns hier jetzt hin. Ich legte mich dann auch neben meinen Sohn auf das Pflaster und habe ihm die Kleider so provisorisch die Hose runtergezogen, weil ich sah, dass Blut aus der Hose raus lief. Und sah dann aber um das ganze Geschehen, um diesen Platz, eine immer größer werdende Mauer von Menschen, die entsetzt hier sich das Schauspiel betrachteten. Renate Martinez will München damals für längere Zeit verlassen. Aber davor soll es noch einmal aufs Oktoberfest gehen, die Wiesenatmosphäre mitnehmen, wie sie sagt. Ich hatte viele Brandverletzungen, die ganze Rückseite der Beine waren kaputt. Ich hatte unzählige Splitterverletzungen. Ich brauchte eine Hauttransplantation, weil ich ein großes Loch am Arm hatte. Also ich dachte die ganze Zeit, dass ich so schwer verletzt bin, weil niemand hinter mir war. Und als 2 Wochen später die Polizei zu mir kam,
mit einem Plan voll mit Kreuzchen. Da sah ich dann, dass hinter mir verschiedene Kreuzchen waren. Und dann habe ich den Beamten gefragt, was denn das bedeutet. Er hat dann so rumgedruckst und wollte es mir nicht sagen. Dann habe ich gesagt, ja, soll das etwa bedeuten, dass all diese Kreuzchen Tote sind hinter mir? Und das hat er dann bejaht. Und das hat mich enorm erschüttert, weil mir ist dann klar geworden, dass ich so leicht verletzt bin, weil andere hinter mir tot waren. Und das hat mir dann enorme Schwierigkeiten bereitet mit der Verarbeitung. Auch Ignaz Platzer ist ein Opfer des Anschlags. Er verliert bei dem Bombenattentat zwei Kinder. Immer wieder zieht es ihn zum Tatort zurück. Eine Kehlkopfoperation erschwert ihm das Sprechen. Da bin ich mal auf meinen Sohn gefunden. Der hat aber Blut. Hab nicht gesehen, dass er Loch hat. Da sagt der Papa, mir ist kalt. Und dann ist eine Frau oder Mann gekommen, hat den Kuchen genommen und weg. Da habe ich weitergesucht. Da bin ich so vorbei. Bei den Standen, da ist Standen gewesen, der Brot war Bratwurst. Und da ist meine Tochter dort gewesen. Da war sie auch gewesen. Da war alles heraus. Dann habe ich sie auf den Schoß genommen. Da habe ich gelohnt, was ist los? Die Eltern. Da hat sie gesagt, Papa, hilf mir, es tut so weh. Da hat sie auch gesucht und gesagt. Den nächsten Tag, ich war ja nicht mehr im Bett, nichts mehr. Ich habe nur noch geraucht, nur Kaffee geraucht. Ich habe nichts essen geraucht. Dann ruft man an bei der Polizei, Platz mitten in der Mietzellung macht. Ihr Sohn ist auch tot. Da waren sie für mich die ganze Welt weg. Das waren meine zwei längsten, die ich gehabt habe. Nur zwei Tage nach dem Anschlag scheinen Hintergrund und Täter klar. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Bombenmassaker von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus. Die Ermittlungsbehörden sehen in dem 21-jährigen Gundolf Köhler den möglichen Bombenleger. Köhler ist eines der 12 Todesopfer des Bombenanschlages. In Karlsruhe nannte Generalbundesanwalt Rebmann am Nachmittag Einzelheiten der Ermittlungen und der Untersuchungen am Tatort. Wir nehmen nicht an, beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war. 12. September 2008. Am Ort des Anschlags wird ein neues Denkmal eingeweiht. In seiner Rede bezeichnet Oberbürgermeister Uhde das Attentat als einen Anschlag auf die Demokratie. Schwer zu treffen und zu schädigen. Deswegen ist das hier kein Gedenkort für eine längst abgeschlossene und nie wiederholbare Gefahr. Nein, auch wenn es 28 Jahre... Die Ermittlungsbehörden dagegen gehen bis heute von einem Alleintäter aus, der aus persönlichen, nicht aus politischen Motiven gehandelt habe. Ein Widerspruch, mit dem auch Ignaz Platzer bis heute leben muss. Das Bombenattentat hat das Leben seiner Familie zerstört. Sein Sohn Ignaz, damals 6 Jahre, und seine Tochter Ilona, damals 8, starben an dieser Stelle. Und immer noch sind so viele Fragen offen. München, Stadtteil Ramersdorf. Hier wohnt der Journalist Ulrich Chaussy. Dass aus dem Oktoberfest-Attentat keine Verschlusssache wurde, ist ihm zu verdanken. Ohne seine Recherchen wäre das Bombenattentat in den Aktenschränken der Behörden verschwunden. Wie kein anderer hat er auf Ungereimtheiten bei den Ermittlungen hingewiesen und die Alleintäter-These in Frage gestellt. Ich habe als Reporter beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet und bin auf eine Versammlung gegangen, auf der der Anwalt einiger der schwer verletzten Opfer, Werner Dietrich, über die Ermittlungen berichtet hat, darüber, dass es nicht gelungen ist, die Hintergründe dieser Tat aufzuklären und dass die Opfer eigentlich
ja, sie wollten wissen, was wirklich geschehen ist. Und die behördlichen Ermittlungen, die haben das, so war damals die Aussage, die haben das nicht erbracht. Was geschah wirklich rund um den Abfallbehälter am Haupteingang der Theresienwiese, in dem die Bombe explodierte? Für einen ist damals sofort alles klar. Der Anschlag, ein Werk von Linksterroristen, so Franz Josef Strauß. Es ist Wahlkampf. Eine Woche später will er sich zum Bundeskanzler wählen lassen. Kurz nach dem Anschlag wertet die Generalbundesanwaltschaft die Tat dann als politischen Terrorakt von rechts. Und dann ist nur noch vom Alleintäter die Rede. Ein politisches Motiv wird ausgeschlossen. Die Ermittlungen werden eingestellt. Noch in der Nacht des Anschlags Pressekonferenz am Tatort mit Politprominenz. Jetzt eine Pressekonferenz zu machen, weil wir Ihnen die spärlichen und noch ungesicherten Nachrichten nicht vorenthalten wollen. Das Bayerische Landeskriminalamt zieht die Ermittlungen sofort an sich. Zwei Tage später wird die Sonderkommission Theresienwiese mit 40 Beamten gebildet. Nach dem Anfangsverdacht einer terroristischen Gruppentat übernimmt kurz darauf die Generalbundesanwaltschaft. Dann lagen zwei Abschlussberichte vor dieser beiden Behörden. Und das Ergebnis dieser Abschlussberichte lautete, dass da ein junger Mann, Gundolf Köhler, Geologiestudent aus Donaueschingen, diese ganze Tat allein geplant habe, allein durchgeführt habe und dafür ausschließlich persönliche Motive gehabt habe. Enttäuschung vom Leben, Frustration in seinen Beziehungen zu Frauen, Misserfolg im Studium. Und er habe sozusagen mit dieser Tat sich selber das Leben genommen und eben andere mitgerissen. Das war in etwa das Ergebnis, das damals die öffentliche Diskussion beherrschte. Die Münchner Theresienwiese. Jeden Herbst findet hier das größte Volksfest der Welt statt. Das Oktoberfest mit über 6 Millionen Besuchern aus der ganzen Welt. So auch am 26. September 1980, dem Tag des Anschlags. Es ist ein Freitag, die Bierzelte sind schon mittags gut gefüllt. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Ein warmes, frühherbstliches Wochenende steht bevor. Das schwerste Bombenattentat in der Geschichte der Bundesrepublik nimmt an diesem 26. September seinen mörderischen Lauf. Die Ermittlungen ergaben, der Attentäter Gundolf Köhler ist mit seinem metallicfarbenen Ford Consul, Kennzeichen VSDD 500, unterwegs von Donaueschingen in Richtung München. Gundolf Köhler und ein Beifahrer, so Augenzeugen, biegt mit seinem Ford Consul in die Hermann-Link-Straße ein, parkt hier. Am Ende der Straße liegt sein Ziel, die Theresienwiese, das Oktoberfest. Gundolf Köhler ist an diesem 26. September nicht zum ersten Mal in München. Der metallicfarbene Ford Consul ist hier schon ein paar Tage vorher aufgefallen, am Eröffnungstag des Oktoberfests. Eine Generalprobe? Wie jedes Jahr findet während des Volksfestes der traditionelle Trachtenumzug statt. Die Zeugin Nana N. erinnert sich bei der Vernehmung an den Ford mit dem Kennzeichen VSDD 500. Die Insassen des Ford Consul, 4 Männer und eine Frau, hätten auf der Rückbank etwas zwischen sich stehen gehabt, abgedeckt mit einem schwarzen Tuch. Die Bombe? Nachdem Gundolf Köhler sein Auto geparkt hat, geht er zur Brausebadinsel, direkt gegenüber dem Haupteingang zur Theresienwiese.
Hier beobachtet einer der wichtigsten Augenzeugen des Bombenattentats die Ereignisse bis zur Explosion von Köhlers Bombe, also fast 1,5 Stunden lang. Frank Willi Lauterjung, am 24. März 1944 in Oberstdorf geboren, Hotelkaufmann. An diesem Abend ist Lauterjung hier am Brausebad, einem schwulen Treff in München, auf der Suche nach Männerbekanntschaften. Das hier ist die Aussage des Tatzeugen Frank Lauterjung, der Gundolf Köhler sehr genau beobachtet hat auf der Oktoberfestwiese. Und ich habe diese Zeugenaussage mit den beiden Begleitern Köhlers filmisch in Szene gesetzt, sodass man mal sehen konnte, wie naheliegend der Verdacht war, dass diese Tat eine Gruppentat gewesen ist. Ich lese Ihnen mal daraus vor. Gegen 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr abends sah ich in unmittelbarer Nähe des Brausebades zwischen zwei Parkbänken drei Personen eng beieinander stehen und miteinander reden. Die beiden Begleitpersonen sind mir hauptsächlich wegen ihrer beiden Stiftenköpfe aufgefallen. Außerdem schienen mir die beiden Begleitpersonen ziemlich hektisch zu sein. Ich möchte mich verbessern. Alle drei genannten Personen waren hektisch in ein Gespräch verwickelt. Gundolf Köhler, so zeichnet der Augenzeuge Frank Lauterjung in einer Skizze, überquert den Bavaria-Ring und geht bis zu dem Abfallbehälter am Eingang der Theresienwiese. Kurz darauf detoniert die Bombe. Mit einem Flugblatt und Fragen an die Bevölkerung versucht die Polizei, die Tatumstände und den Hintergrund des Bombenanschlages weiter aufzuhellen. Die Behörden bitten um Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, über Gundolf Köhler ebenso wie über seine Begleiter. Außerdem wird nach seinen Aufenthaltsorten und nach seinem Lebenskreis gefragt. Doch nur wenige Wochen später wird überraschend aus der Gruppentat eine Alleintäterschaft Gundolf Köhlers, ohne politisches Motiv. Hier eine Fotomontage der Ermittlungsbehörden. Die Einzeltäter-These wird in die Welt gesetzt, der sich auch der Generalbundesanwalt später anschließt. Gundolf Köhler, so wird es jetzt dargestellt, habe den Anschlag ganz allein geplant und ausgeführt. Er habe dafür ausschließlich persönliche Motive gehabt. Ein einsamer, verwirrter junger Mann mit einem unbändigen Hass auf die Welt. Donaueschingen, am Rande des Schwarzwaldes gelegen. Hier ist Gundolf Köhler aufgewachsen, zur Schule gegangen, groß geworden. In Köhlers Heimatort ist Ulrich Chaussy auf Spurensuche gegangen. Er wollte herausfinden, ob das von den Ermittlern gezeichnete Bild des verzweifelten, isolierten, enttäuschten Einzeltäters zutrifft. Ich bin dann hierher gefahren nach Donaueschingen und sehr schnell hat sich dieses dämonische Bild aufgelöst, eher in dieses Bild des sehr durchschnittlichen jungen Mannes, etwas träumerisch, schwärmerisch. Der Mann mit dem Wuschelkopf, wie ihn der eine Zeuge in München beschrieben hat, des Attentats. Die Recherchen in Köhlers Lebensumfeld zeigen, viele Indizien sprechen gegen ein privates Motiv Köhlers für den Anschlag. Jemand, der keine sozialen Kontakte hat, der gibt keine Anzeige auf und sucht Anschluss an eine Band, in der er Schlagzeug spielen kann. Und gejobbt für die Ferien mit dem Interrail-Ticket, große Reisen durch Europa unternommen, dann einen Bausparvertrag abgeschlossen, wenige Wochen vor dieser Tat, in der er sich also von der Welt mit einem großen Knall verabschieden will. Das passt alles nicht zusammen. Das Elternhaus von Gundolf Köhler in Donaueschingen. Nach dem Anschlag wird es von der Polizei durchsucht. Im Keller finden die Ermittler Metallspäne, Chemikalien und Werkzeug zum Öffnen von Munition. Aber sprechen diese Funde für eine Alleintäterschaft? Man geht ja davon aus, dass die gesamte Bombe im Hause Köhler in Donaueschingen gebaut worden ist. Was dafür spricht,
ist, dass es Zeugenbekundungen gab, dass zumindest dieser Bombenkörper, der verwendete, tatsächlich in dieser Werkstatt gewesen ist. Die Frage nach dem Sprengstoff aber ist nicht geklärt. Also der verwendete militärische Sprengstoff, von dem sind auch keine Mikrospuren gefunden worden bei der Ermittlung. Es hat von Anfang an große Zweifel gegeben, ob denn solch eine Tat überhaupt technisch, organisatorisch allein durchführbar ist. Auch der Berliner Journalist Tobias von Heimann beschäftigt sich seit Jahren mit dem Münchner Bombenattentat. Er recherchiert in Stasi-Unterlagen nach verwertbaren Informationen. Bis zu 45 Spitzel hatte die Stasi in der westdeutschen Neonazi-Szene installiert und war bestens informiert. Offen ist allerdings die Frage geblieben, woher stammt dieser Sprengstoff, wie auch die Frage, ob dieser Sprengstoff selbst hergestellt worden ist. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann hat in einem Interview nach Abschluss der Ermittlungen gesagt, dieser Sprengstoff sei selbst hergestellt gewesen, aber hochbrisant. Hier stellt sich natürlich die Frage, wer kann solchen Sprengstoff herstellen? Also um so eine Bombe zu bauen, sind regelrecht professionelle chemische Grundkenntnisse notwendig. Nicht mehr jemand, der eine Ausbildung hat als Chemiker, wird in der Lage sein, einfach so mit einem Handbuch bei sich im Hobbykeller diesen Sprengstoff herzustellen. Über eine konspirative Operation gelangt die Stasi 1977 in Besitz einer Bombe, hergestellt von der neonazistischen NSDAP-Ortsgruppe Berlin. Im Test ergibt sich Verblüffendes. An dieser Bombe kann man ganz klar Parallelen auch zur Oktoberfestbombe sehen und auch zeigen. Zum einen, wenn man hier dieses Bild sieht, hier sind gitterförmig Sollbruchstellen angebracht, wie ebenfalls auch bei der Oktoberfestbombe, die eine größere Splitterwirkung erzeugen sollen. Dazu haben wir hier Kabel und eine in irgendeiner Form gebaute elektrische Zündung. Hier auch die Batterie dazu. Bei der Oktoberfestbombe ist nach dem Anschlag ebenfalls ein Kabel gefunden worden. Obwohl die Zündung bis heute offen geblieben ist, aber hier hat man diese Parallelen. Und was die Stasi bei ihrem gesamten Test auch dann feststellen konnte, dass die Splitterwirkung vom Radius exakt dem Splitterradius der Oktoberfestbombe entsprochen hat, mit 50 Metern. Das ist der gleiche Umkreis. In diesem Kreis war die Splitterwirkung definitiv tödlich. Hinweise auf einen rechtsterroristischen Hintergrund auch beim Oktoberfestattentat? Rechtsanwalt der Opfer ist Werner Dietrich, hier rechts im Bild. Er kann nicht verstehen, dass die Ermittlungen so früh beendet wurden. Man hätte ja sagen können, wir haben den Köhler, gegen den wird nicht ermittelt, weil er tot ist, aber wir lassen das Ermittlungsverfahren, das lief gegen Hoffmann und andere, nochmal offen, um diese Sache, um auch politisch zu zeigen, wir nehmen diese Vorwürfe oder diese Hinweise, diese Anregungen, dass das eine Tat war, die aus einem organisierten, rechtsradikalen und terroristischen Hintergrund stammt oder stammen könnte, ernst und blenden diesen Aspekt nicht aus. Kommando, eine Zeitschrift, herausgegeben von der neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann. Sie ist nur 5-mal erschienen, wurde aber europaweit verteilt. Auf der Titelseite eine Ausgabe von 1979, Gundolf Köhler. Vieles spricht dafür, dass Köhler wesentlich enger mit der Wehrsportgruppe verbunden war, als von den Ermittlungsbehörden dargestellt. Die Wehrsportgruppe Hoffmann hat auf jeden Fall ein gewaltbereites, gewalttätiges, wie auch in Ansätzen terroristisches Potenzial zusammengefasst. Sie hatte die Funktion eines Scharniers, einerseits in die bundesdeutsche Neonazi-Szene hinein, um dort so eine Art Ausbildungsbereitschaft zu bieten, wie aber auch sie gleichzeitig das Gewaltmonopol des Staates, aber auch die parlamentarische Demokratie insgesamt ganz klar und eindeutig abgelehnt hat. Sie stand dieser Gesellschaftsordnung feindlich gegenüber und hat sie auch aktiv bekämpft. Karl-Heinz Hoffmann und seine Wehrsportgruppe. Eine gefährliche neonazistische Organisation mit Kontakten ins Ausland und Zugang zu Waffen und Sprengstoff.
Vorbereitung von Terroranschlägen? Gundolf Köhler hat mehrfach an Wehrsportübungen teilgenommen. Er hat dabei einmal eine von ihm gebaute Handgranate zur Explosion gebracht. Sogar eine Untergruppe der WSG Hoffmann wollte er in Donaueschingen aufbauen. Am 30. Januar 1980 wird die Wehrsportgruppe Hoffmann durch Innenminister Gerhard Baum verboten. Ein umfangreiches Waffenarsenal wird sichergestellt. Die Tätigkeit der Wehrsportgruppe konnte nicht länger hingenommen werden. Durch ihr spektakuläres Auftreten ist sie in den vergangenen Jahren in besonderem Maße in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Sie übt im gesamten Recht. Also ich habe die Wehrsportgruppe verboten, Anfang 1980, gegen den Widerstand, daran erinnere ich mich genau, des Freistaats Bayern, also des Ministerpräsidenten Strauß, und gegen einige CDU-Innenminister, zum Beispiel im Hinblick auf die Herstellung von Bomben, der Umgang mit Waffen. Das ist ja nur erklärbar, wenn man solche Waffen auch anwenden will. Wir hatten also Sorge, dass aus der Übung ernst wird. Nach einer Razzia im Hauptquartier und der kurzzeitigen Verhaftung Hoffmanns deutet er in einer Fernsehsendung an, dass man ab jetzt auch anders könne. Eine Drohung? Ein Hinweis auf das Oktoberfest-Attentat ein Dreivierteljahr später? Wir werden zwar jetzt nun diesen Wehrsport in dieser Uniform nicht mehr tun. Wir werden abchecken, was wir noch tun dürfen und was nicht. Aber wir werden wirksam werden und wahrscheinlich in einer wesentlich unangenehmeren Art und Weise. Wenn man glaubt, dass man Menschen mit einer solchen Behandlung dazu bringen kann, dass sie aufgeben und Ruhe geben. Nicht Menschen unserer Art. Wir werden dem Unrecht so lange entgegentreten, bis wir umfallen. Nach dem Verbot tauchen Karl-Heinz Hoffmann und einige seiner Anhänger im Libanon unter. Knallharter Drill für künftige Aufgaben. Der Bundestagswahlkampf 1980 hat sein Thema, die innere Sicherheit. Es ist das Lieblingsthema von Franz Josef Strauß, der wie kein anderer für eine eiserne Law-and-Order-Politik steht. Wie kein anderer polarisiert er. Das Oktoberfest-Attentat, 10 Tage vor dem Wahltag am 5. Oktober, heizt die Stimmung noch einmal an. Eine Möglichkeit, aus der sich politisches Kapital schlagen lässt. Spitzenpolitiker der Union glauben, einen Wahlkampfschlager zu haben. Sie gehen sofort davon aus, dass der Münchner Anschlag die Tat von Linksextremisten der Roten Armee-Fraktion ist. Franz Josef Strauß schießt sich auf den damaligen liberalen Innenminister Gerhard Baum ein. Wir werfen Herrn Baum schuldhaftes Verhalten vor. Schuldhaftes Verhalten einmal, dass er in den letzten Jahren die Nachrichten- und Sicherheitsdienste so demoralisiert, so geschwächt und so entmutigt hat, dass die Beobachtungs- und Aufklärungstätigkeit im Stadium vor der Begehung von Anschlägen erheblich geschwächt, eingeschränkt und weitgehend wirkungslos geworden ist. Offenbar hat Strauß eine Gelegenheit, glaubte eine Gelegenheit gefunden zu haben, mich nun zu erledigen. Ja, und ich habe diese Gefahr gespürt, dass das jetzt auf mich zukommt. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich mich korrekt verhalten habe. Also, aber es ist dann so gewesen, dass ich das dann erst nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen aufgelöst hat. Der Vorwurf brach in sich zusammen, als man dann feststellte, woher der Täter kam. Die Äußerungen von Strauß gegen Baum, den einzigen Mann, der wirklich was unternommen hatte gegen die Wehrsportgruppe Hoffmann, wurden oder drohten zum Bumerang zu werden. Strauß hat ja über Hoffmann, den Wehrsportgruppenchef, dieser paramilitärischen, mehrere hundert Mann starken Truppe, sich lustig gemacht. Also wenn ein Mann mit der Koppel und dem verlöteten Gewehr im Wald herumspringen soll, dann soll man ihn lassen.
solche Formulierungen waren es. Diese Äußerungen drohten wirklich auf Strauß sehr stark zurückzufallen. Hans-Joachim Langemann, damals Staatsschutzchef im bayerischen Innenministerium, glaubt, jetzt für Strauß Schadensbegrenzung betreiben zu müssen. Streng geheime Fahndungsdaten werden der Boulevardpresse zugespielt. Bild am Sonntag, Quick und andere haben wenige Stunden nach dem Attentat Informationen, die sie nur über Langemann erhalten haben konnten. Im Einsatztagebuch der Polizei zum Beispiel wird der Name Köhlers etwa 10 Stunden nach dem Anschlag um 9.20 Uhr erstmals genannt und an die Sensationsjournalisten weitergegeben. Fast wörtlich wird daraus zitiert. In dieser Situation hat man im bayerischen Innenministerium die Idee, ausgewählte, handverlesene Journalisten einzuladen und ihnen zum einen darzulegen, dass man also natürlich in Bayern schärfstens die rechtsextremistische Szene kontrolliert habe, und zum anderen ködert man diese Leute, indem man Ermittlungsergebnisse, die sozusagen in Echtzeit anfallen, aus dem Haus herausgibt, mit verheerenden Folgen. Einsatztagebuch der Polizei, 27. September 1980, 10.03 Uhr. Im Fahndungscomputer der Polizei sei festgestellt worden, Gundolf Köhler habe Kontakt zur WSG Hoffmann gehabt. Der erste ernstzunehmende Hinweis auf eine Gruppentat. Diese Schadensbegrenzung im politischen Sinne hat einen immensen Schaden im kriminalistischen Sinne bei den Ermittlungen angerichtet, weil das Umfeld von Köhler auf diese Art und Weise gewarnt worden ist. Und dass das wirklich so war, kann man daran ablesen, dass der Generalbundesanwalt, der nach der Erkenntnis, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war, sofort die Ermittlungen an sich zog in Karlsruhe, eine Nachrichtensperre verhängen wollte, die schon gebrochen war. Er war entsetzt darüber, dass der Name und die Herkunft des mutmaßlichen Beteiligten an diesem Attentat bereits am Abend nach der Tat durch alle Medien gegangen ist. Schon einen Tag nach dem Anschlag recherchieren die Boulevardjournalisten in Köhlers persönlichem Umfeld in Donaueschingen. Erst 7 Tage später beginnt die Polizei mit ihren Befragungen. Für etwaige Mittäter und Hintermänner viel Zeit, Spuren zu beseitigen und Aussagen abzusprechen. Viele offene Fragen und Merkwürdigkeiten bleiben nach der Einstellung der Ermittlungen am 23. November 1982. Zeugenaussagen, die auf eine Gruppentat hinwiesen, tauchen im Abschlussbericht nicht mehr auf. Wichtige Zeugen wurden von der Polizei offensichtlich nie befragt. Darunter auch Stefan Wagner, aktenkundiger Neonazi und Unterführer von Karl-Heinz Hoffmann. Er hat sich später nach einem Amoklauf selbst gerichtet. Nach einer kritischen Fernsehdokumentation über die Hitlerjugend, Blut und Ehre, nimmt er schwer bewaffnet in stilisierter SS-Uniform Geiseln, verfolgt von Polizeischarfschützen, schreit, er sei beim Oktoberfestattentat dabei gewesen, aber lebend werde man ihn nicht kriegen. Wagner hatte enge Kontakte zur rechtsterroristischen Szene, kannte Gundolf Köhler von diversen Wehrsportübungen. Wurde Wagner im Zusammenhang mit dem Oktoberfestattentat vernommen? Die offizielle Antwort war, aus taktischen Gründen habe man ihn nicht befragt seinerzeit. Das ist insofern bemerkenswert, als man sich vor Augen halten muss, die Sonderkommission Theresienwiese, die zum Schluss etwa 100 Mitarbeiter hatte, hat im gesamten Zeitraum ihrer Ermittlungen 1.800 Zeugen vernommen,
darunter alleine 90 aus dem engsten Umkreis von Gundolf Köhler, sein gesamter Bekanntenkreis. Sie hat 1500 Beweismittel gesichtet und gesichert, wie auch 100 Expertengutachten zu einzelnen Fragen anfertigen lassen. Das heißt, diese ganzen Ermittlungen sind mit einem sehr, sehr großen Aufwand betrieben worden. Und ausgerechnet Stefan Wagner, er ist nicht der Einzige, ist unter anderem nicht befragt worden. Offene Fragen auch beim entscheidenden Augenzeugen Frank Lauterjung. Der wird 6 Wochen nach dem Bombenanschlag erneut vorgeladen und revidiert plötzlich seine erste Aussage. Das Motiv dieser Vorladung war, Frank Lauterjung bestimmte Beobachtungen, die er gemacht hat, mit außerordentlich suggestiven Fragestellungen auszureden. Könnte es nicht sein, dass Köhler und diese jungen Männer überhaupt nichts miteinander zu tun hatten? Könnte es nicht sein, dass dieser Koffer, den Köhler bei sich trug, ein Werkzeugkoffer aus dem Auto gewesen ist, der völlig anders aussah? Es ist durch diese suggestive Befragung Lauterjung im Grunde genommen abgerungen worden, dass diese jungen Männer mit Köhler nichts zu tun hatten. Im Sommer 1982 stirbt Frank Lauterjung überraschend mit 36 Jahren. Damit gibt es den wichtigsten Augenzeugen des Bombenattentats nicht mehr. Ein weiteres Beispiel. Es gab eine Zeugin, die sehr kurz nach dem Anschlag an dem Attentatsort vorbeikam und beobachtet eine merkwürdige Szene, dass eben zwei Männer da stehen und der eine sich mehr oder minder selbst bezichtigt. Helft's mir, ich kann nichts dafür, das habe ich nicht gewollt. Man muss doch unbedingt so einer Aussage nachgehen. Es hat so viele nicht ausgeschöpfte Ermittlungsansätze gegeben. So auch bei dem Fotografen Oswald Baumeister. Am Tag des Attentats probiert er seine neue Kamera auf dem Oktoberfest aus. Nicht weit entfernt von ihm explodiert die Bombe. Er schießt die ersten Fotos vom Schauplatz. Einige werden veröffentlicht. Hätten Sie Hinweise auf weitere Tatbeteiligte geben können? Die Polizei hat sich nie dafür interessiert. Also ich habe ganz professionell mehr oder weniger reagiert, also das Denken eigentlich ausgeschaltet und habe einfach gesagt, halbtotale Detail war mir klar, kann ich nicht machen. Ich wollte auch nicht so nah hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war schon auch dieser komische Moment, was heißt komisch, wo man sich sagt, Mensch, du stehst hier rum und fotografierst, du solltest eigentlich lieber helfen. Und es war aber bei jedem schon jemand. Und als ich zurückkam, habe ich doch irgendwie erwartet, dass an meinem Anrufbeantworter oder bei der Abendzeitung irgendwie von staatlicher Seite her vielleicht mal einer sagt, hey, Sie waren der erste Fotograf am Ort, können wir vielleicht mal den ganzen Film sehen? Weil ich war ja praktisch vor der Polizei da. Und ich hätte es irgendwie normal gefunden, dass die halt sagen, ja, vielleicht ist da irgendwas noch drauf, irgendein Foto, was so unspektakulär ist, dass wir es gar nicht entwickelt haben, aber also weiß nicht, ich habe das nicht verstanden, warum die sich gar nicht melden. Heute könnten die damals gesicherten Beweisstücke möglicherweise Hinweise auf Mittäter Köhlers liefern, zum Beispiel mit Hilfe einer DNA-Analyse, eine Kriminaltechnik, die es Anfang der 80er Jahre noch gar nicht gab. Doch auf unsere Anfrage bei der Generalbundesanwaltschaft erfahren wir, die Beweisstücke von 1980 seien bereits vernichtet. Mögliche neue Ermittlungsansätze können damit nicht mehr verfolgt werden. Laut Generalbundesanwaltschaft ein Routinevorgang. Der Umgang mit dem blutigsten Bombenanschlag in der Bundesrepublik reduziert auf einen Verwaltungsakt, obwohl das offizielle Ermittlungsergebnis schon frühzeitig umstritten war. Viele Indizien sprechen für eine Gruppentat und machen ein politisches Motiv und einen rechtsterroristischen Hintergrund wahrscheinlich. Doch die Opfer warten seit fast 30 Jahren darauf,
dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Und sie warten noch immer. Die ganze Tat ist natürlich immer noch eine offene Wunde für sie. Sind die Kinder umgekommen, haben selber schwere Verletzungen gehabt. Und wenn sie überhaupt jemals wieder Frieden finden, was diesen Komplex angeht, dann nur dann, wenn rauskommt, was wirklich gewesen ist. Dass also wirklich rechtsradikale Hintermänner waren und Gundolf Köhler keineswegs ein verehrter Einzeltäter, der aus privaten, individualistischen Motiven gehandelt hat. Die Opfer des Oktoberfestattentats werden mit ihren Erinnerungen weiterleben müssen. Ich weiß nur, dass dann der Herr Strauß mit seiner Familie zu mir ans Krankenbett kam oder da in die Intensivstation. Und von oben herab, muss ich schon mal sagen, sagte, als seine Frau sagte, schau mal, Franz, oder wie sie ihn genannt hat, schau mal, das ist doch ein Elend, worauf er sich so halb wegdrehte und sagte, das habe ich doch alles im Krieg erlebt. Na klar, wir sind ja auch in Bayern. Und das war schon, also bei aller Tragödie fand ich das also schon so typisch. Aber natürlich besteht dieses Interesse um Aufklärung. Ich glaube, man wünscht immer Aufklärung, egal wie ernüchternd vielleicht die Wahrheit im Nachhinein sein möge. Ich wollte eine Gerechtigkeit haben, vor allen Dingen, weil ich diese Einzeltäter-These für absolut unhaltbar halte. Und ich auf alle Fälle wollte, dass die wahren Schuldigen wenigstens zur Verantwortung gezogen würden. Ignaz Platzer hat wohl das schwerste Schicksal des Bombenanschlags auf das Oktoberfest 1980 zu verkraften. Von der ehemals fünfköpfigen Familie lebt nur noch ein Sohn. Ans Grab seiner Kinder geht er seit Jahren allein. Wenn ich dann nachdenke über das Ganze, wenn ich dort stehe, mach mich schon traurig und auch einsam, dann bin ich damit. Warum bin ich da? Warum? Ich hab vier Kinder gehabt, alle vier Dinge dort. Mehr kann doch ein Mensch gar nicht verlieren. Das ist sein eigenes Leben. Die mussten sterben, dass ich weiterlebe wahrscheinlich. Ich fühle mich so danach.